Willkommen zurück in Enderal. Vor uns liegt ein Vatyr, den wir in der letzten Folge sehr heldenhaft auf jeden Fall zur Strecke gebracht haben, würde ich mal behaupten. Und was haben wir hier? Eine Ratte. Genau, wir hatten hier irgend so einen komischen Hund gerettet. Und der, ja, ich glaube, die sind schon wieder weg. Naja, gut, ist nicht so wichtig. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, denn wir müssen Pilze sammeln. So. Sehr schön. Nebelschwamm. Hier unten haben wir noch mehr Nebelschwamm. Alles natürlich sammeln. So, was haben wir hier? Ist gerade relativ dunkel. Wir könnten natürlich auch die Fackel rausholen. Ja, ist ja gerade Nacht, ne? Deswegen ist es ziemlich schnell dunkel geworden. Davor war es ja nicht so dunkel. So. Der Käfig. Genau, okay. Ratte. Aber interessant, dass die Vatyren tatsächlich so Käfige und so haben, weil ich weiß noch gar nicht so genau, was das für Dinge sind. Also, irgendwie so... Ziegenmenschen? Ich hab keine Ahnung. Also, aber die scheinen ja durchaus Werkzeuge und so verwenden zu können. Also schon ganz interessant. Vielleicht finden wir in irgendeinem Buch mal was dazu. Und apropos Buch, wir haben hier schon eins über die Flüsterbäume. Das klingt doch sehr interessant und ich würde sagen, wir lesen einfach direkt mal. Über Flüsterbäume. Wenigen Wanderern oder Freunden der Natur ist vermutlich das Windflüstern im Bereich der Sonnenküste Enderals noch nicht aufgefallen. Hält man einen Moment inne und lauscht dem Spiel des Windes, erhascht einen das Gefühl, in diesen Landschaften nicht alleine zu sein. Abergläubische Menschen glauben an die Legende, dass der flüsterartige Klang, der so anders in den Ohren klingt als das düstere Hauchen im Flüsterwald, dem eine ganz eigene Geschichte zugrunde liegt, von der Stimme einer wegestreuen jungen Frau stammt, die an der Sonnenküste ihr Leben für die Heilung ihrer Mitmenschen gab. »Großvater, Großvater, uns ist langweilig. Könnt ihr uns nicht wieder eine eurer Geschichten erzählen?« fragten die beiden Kleinen, als sie aufgeregt in das Haus gestürmt kamen. Der Großvater, der gerade vor dem Feuer des Kamins saß, drehte sich um und schenkte ihnen ein Lächeln. »Gerne, welche Geschichte möchtet ihr heute hören?« fragte er und deutete neben sich. Setzt euch doch zu mir. Die Geschichte über das Flüstern der Bäume an der Sonnenküste, sagte eines der Kinder, während sie sich neben den Großvater niederließen. Ihr sprecht über die Stimme von Lariel, nicht wahr? Er hielt kurz inne, um seine Gedanken zu fassen und fuhr dann fort. Das ist eine Geschichte, die schon einige Jahrhunderte zurückliegt und die mir mein Großvater erzählt hat, so wie ich sie euch jetzt erzähle. Heute leben wir hier an der Küste, unbeschwert und sorgenfrei. Aber dem war nicht immer so. Seine Stirn zog sich in Falten. Einst herrschte hier eine schlimme und unbekannte Krankheit. Zuerst befiel sie nur die Tiere und richtete diese langsam zugrunde. Als ob der dadurch eintretende Hunger nicht schon schlimm genug gewesen wäre, wurden plötzlich auch die Menschen in der Region krank. Aus den umliegenden Dörfern kamen Apothekarii herbei, um den Menschen zu helfen. Doch selbst sie vermochten nicht, mit der Krankheit fertig zu werden. Da sprach eine junge Frau namens Lariel, eine der wenigen, von denen die Krankheit noch nicht Besitz ergriffen hatte. »Lasst mich zu Malphas beten. Ich war meines Lebens Pfades treu. Vielleicht vermag ich es, unseren Herrn gnädig zu stimmen, auf dass er uns helfe.« Niemand wollte es ihr verbieten, hatten die meisten doch schon jegliche Hoffnung aufgegeben. Und so stieg Lariel einen Hügel hinauf, um dort alleine auf einer Lichtung zu Malphas zu beten. Tag und Nacht kniete sie dort und betete ohne Unterlass. Sie verweigerte selbst Essen und Trinken. Doch es gab kein Zeichen von Malphas und es starben täglich mehr Menschen. Trotzdem blieb die Frau ihrem Glauben treu und betete weiter. Nach 10 Sonnenauf- und Untergängen starb sie schließlich an ihrem Wassermangel. Warum macht man so... Okay, egal. Da erbarmte sich Malphas und sprach zu den letzten Überlebenden. Ihr solltet gerichtet werden, da ihr begonnen hattet, euren Pfad zu vergessen und wegelos zu werden. Doch das Opfer und der Glauben der jungen Lariel stimmten mich gnädig. Lasst ihren Körper liegen und kommt morgen wieder zu dieser Lichtung, auf der sie zu mir gebetet hat. Dort sollt ihr einen kleinen Baum erblicken und ein Kraut, das an diesem wächst. Gebt dieses Kraut euren Kranken, auf dass sie wieder gesund werden, und vergesst nie wieder euren Pfad und meine Güte. Am nächsten Tag gingen die Menschen zur Lichtung und fanden tatsächlich einen jungen Baum vor, an der Stelle, an der Lariel gekniet hatte. Doch fehlte von ihrem Leichnam jede Spur. Da erkannten sie, dass Lariel zu dem Baum geworden war.
Als sie sich näherten, um das Kraut, von dem Malphas gesprochen hatte, zu ernten, vernahmen sie leise Flüstertöne, die von dem Baum auszugehen schienen und Lariels Stimme ähnlich waren. Die Apothekarii vermochten es tatsächlich, mit diesem Kraut und anderen Zutaten, die vorher für sich keine Wirkung gezeigt hatten, einen Trank herzustellen, mit dem sie die Krankheit heilen konnten. Deshalb nannten sie den Baum Lariel und das Kraut, welches an ihm wuchs, Flüsterkraut. Das ist auch schon das Ende meiner Geschichte und nun ab ins Bett mit euch. Es ist schon spät. So, Leute, jetzt hier ausschalten, Video ist ja fertig. Bitte ab ins Bett, ist schon spät. So, sagte der Großvater, als er bemerkte, dass die Sonne schon hinterm Horizont verschwunden war. Ich kann euch morgen gerne eine neue Geschichte erzählen, fügte er noch hinzu, als er in die betroffenen Gesichter der Kinder sah. Naja gut. Juhu, schrien beide aus einem Halse und... Punkt, Punkt, Punkt. Ach du Heil, okay, das ist ziemlich lang, dieses Buch. Das ist alles, was ich aus dem alten und zerfledderten Buch herauslesen konnte, das ich bei einem Trödler fand. Es scheint, als ob es ehemals eine Sammlung alter Legenden und Geschichten gewesen war. Sofern dies der Wahrheit entspricht, darf man natürlich stark an dem Wahrheitsgehalt der Geschichte zweifeln. Fakt ist aber... Es gab vor vielen hundert Jahren tatsächlich eine Seuche an der Sonnenküste, die vielen Menschen dort das Leben kostete. Fakt ist auch, dass diese Seuche ebenso plötzlich verschwand, wie sie gekommen war. Stellt sich nur die Frage, was aus dem Baum wurde. Das sanfte, winterartige Flüstern kann man heute, wenn man lange genug wartet und lauscht, überall zwischen den Bäumen der Sonnenküste wahrscheinlich, der Sonnenküste hören. Es kann keinem einzelnen Baum mehr zugeordnet werden und die Lichtung mit dem Ursprungsbaum selbst, an dem die junge Lariel ihr Leben gegeben haben soll, ist nicht mehr auszumachen. Auch wenn es Zeiten gab, in denen die Ernte des Flüsterkrautes Wagenladungen füllte. Heute ist es kaum noch zu finden, so flüchtig und unstet, wie der Klang des Flüsterns selbst sich zwischen den Bäumen bewegt. Scheint in der unsrigen Zeit auch das geheimnisvolle Kraut zu wachsen und wieder zu vergehen, so schnell, dass nur wenige Apothekarii und Händler es zu ernten vermögen. Und das Geheimnis um Zeit und Ort der Ernte hüten sie wie ihren wertvollsten Schatz. Aber selbst diese Eingeweihten sind nicht mehr imstande, mit dem Kraut in welcher Vermischung, mit anderen Zutaten auch immer, diese wunderbar heilende Wirkung zu erzielen, die einst als Geschenk Malphas den leidenden Menschen zuteil geworden war. So müsst ihr, werter Leser, wenn ihr an den Geheimnissen dieses Krautes interessiert seid, euch selbst auf die Suche nach dem Flüsterkraut begeben, auch wenn ihr, wie so viele andere vor euch, es aller Wahrscheinlichkeit nach zuletzt doch nur aus den Händen der Eingeweihten gegen klingende Münze erwerben werdet. Das ist doch sehr interessant. Und wir nehmen das natürlich mit. Also, Flüsterbäume. Oh je, wir haben noch was. Dann müssen wir mal drauf achten, tatsächlich. Ob wir da vielleicht tatsächlich interessantes Geflüster zwischen den Bäumen hören. Weil wenn ich jetzt hier mal hinhöre, klingt eigentlich nach einem normalen Baum. Ich war auch zwischenzeitlich am Überlegen, ob es vielleicht was mit dem... Wir hatten ja dieses Heilkraut. Das ist primär hier in der Anfangsregion. Dass es vielleicht auch damit was zu tun hat. Oder wir hatten ja auch an der einen Stelle so merkwürdige Geräusche. Vielleicht hat es auch mit denen was auf sich. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall werden wir natürlich die Augen mal offen lassen und schauen, ob wir vielleicht ein bisschen, ja, Flüsterkraut finden. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Bevor wir das zweite Buch lesen, wir machen erstmal hier eine kleine Pause. Wir durchsuchen so lange noch hier ein bisschen die Gegend. Und ich bin gerade überlegen, ob wir nicht vielleicht besser auf eine Fackel umrüsten, damit wir hier ein bisschen heller haben. So, aua. Scheiß Ding, da gibt es wieder Arkanistenfieber. Okay, das ist kein Buch, das wir lesen können. Aber das, über Flüsterbäume. Wir könnten das mitnehmen, weil es hat recht ordentlich Wert. Wir nehmen es einfach nochmal mit und wir werden es nicht nochmal lesen. So. Aktuell leckt es wieder so ein kleines bisschen nach, was natürlich ein bisschen unschön ist, aber es geht noch. Es könnte schlimmer sein. Da vorne liegt ein Buch, das möchte ich natürlich haben. Jawohl, ein magischer Schild, das haben wir nämlich noch nicht. Und natürlich müssen wir auch die Pilze sammeln, das führt ja kein Weg dran vorbei. Sonst, da war doch gerade noch was. Ah, das war das hier. Stab des Magielichts. Oh, sehr schön. Okay, schau mal ganz kurz, was dieser sagt, das Arkanistenfieber. Wo haben wir es denn? Ich sehe es gerade gar nicht. Ach, hier. 28. Sollten wir eigentlich tatsächlich ein Ambrosia zu uns nehmen? Oh, wir haben 3 Stück. Ja, dann easy. So, jetzt sind wir auf 8,3%. Das ist doch okay. Hier geht es nicht mehr weiter. Schade. Aber ich habe da an der einen Stelle noch eine... Oh. Die Spinne, okay, die ist schon leer, leider.
So, wir haben ein Buch gefunden, ein Zauberbuch. Das können wir natürlich gleich erstmal lesen. Zauberbuch, magischer Schild. So. Und dann, bevor wir das lesen, da kommt man irgendwie hoch, habe ich so das Gefühl, weil da oben ist eine Kiste. Das ist es halt. Man muss einfach auch ein bisschen klettern. Ja, da kommt man hoch. So, da die Kiste ist leer, da kommen wir nicht lang. So, hier haben wir, das sieht so ein bisschen aus wie so, ja, weiß was ich, Öl eigentlich. Was haben wir hier? Oh, eine Schatulle. Sehr schön, eine Schmuckschatulle mit einem magieerfüllten Ring. So, haben wir das, jetzt habe ich das gerade vergessen, das Zauberbuch haben wir jetzt aber gelesen, ne? Ja, ich bin, ja, Kurzzeitgedächtnis hoch 10, ja, toll. So, durchsuchen Truhe, schauen wir mal, was wir hier drin haben, 24 Groschen, naja, hat sich jetzt nicht so mega gelohnt, aber hier drüben haben wir noch Schriftrollen. Ein leeres Pergament, das brauchen wir jetzt nicht, aber eine Rolle des Eispfeils. Warte, man kann eigene Zauberrollen machen? Eigene Schriftrollen, wenn man hier so ein leeres Pergament mitnimmt? Wer weiß das schon, wer weiß das schon? Vermutlich nicht, aber vielleicht auch doch. Ich möchte hier nichts per se ausschließen. In der Urne haben wir noch 8 Groschen und einen Eisenkriegshammer. Klar, was man halt so in Urnen findet, ne? Definitiv ein Eisenkriegshammer. Also wir können hier so ein bisschen uns lang, ja nicht wirklich buggen, aber so ein bisschen, ja, was haben wir hier? Nichts Spannendes, ne? Naja, aber es geht. So, das ist ja auch schon mal schön. So, und der Cooperlin hatte vorgeschlagen, dass ich doch so ein bisschen auch dadurch, dass es ja eher so ein, mein Kanal ist ja eigentlich eher so ein Entwicklerkanal und eher ein Kanal, der sich um die Spieleentwicklung dreht. Und von dem her hat er sich gewünscht, dass ich doch ein bisschen darauf eingehe, auch in Enderal, wie so manche Dinge aufgebaut sind. Und das möchte ich natürlich machen, nur nicht zu viel, denn Enderal ist halt einfach so ein Story-Game, wo man sich so ein bisschen, muss ein bisschen in die Story eintauchen. Und dann finde ich, wenn ich dann irgendwie erzähle, wie die Skybox funktioniert oder sowas, es wirft einen immer wieder so ein bisschen raus. Deswegen, ich werde es durchaus mal nicht mehr machen. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Hatte ich auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, auf jeden Fall. Aber ich werde es eben nicht die ganze Zeit machen. Weil, wie gesagt, das wirft einen dann doch so ein bisschen raus. Finde ich zumindest. So, wir haben hier noch das Leben des Torgarn Wisperzunge Band 3. Und das ist ein bisschen die Frage, weil ich frage mich, ob das hier Band 3. Ich glaube, das nehmen wir erstmal mit. Frage ist, gilt das jetzt schon als gelesen? Ja, ich glaube, dieses Auge heißt, dass wir es schon gelesen haben. Aber Sache ist halt, es ist Band 3. Ich will jetzt nicht unbedingt mittendrin anfangen. Also wenn, dann fangen wir natürlich vorne an. So, schön. Ich glaube, hier haben wir sonst nichts mehr übersehen. Das heißt, wir können unseren Weg mal fortsetzen und hier so ein bisschen Zeug suchen. Blaue Malfasblüte, sehr schön. Glühwürmchen kann man natürlich auch sammeln. Hier, ich habe halt. Ah, Wacholder ist das, okay. Ich dachte gerade, das wäre eine Heilkraut, Heilwurz, aber nee, es ist nur Wacholder. Flüsterkraut. Ich möchte es wirklich Flüsterkraut. Das ist halt gemein, wenn da in dem Buch steht, ja, ihr werdet es vermutlich nicht finden, dann will ich es natürlich erst recht finden. Ah, Mensch, gemein, gemein. Das ist schön, weil man nochmal so ein bisschen andere Storys mitbekommt, ne? Ich meine, das sind jetzt so Legenden, ob die jetzt so genau stimmen, weiß ich nicht. Ich hoffe es mal nicht, denn, also ganz ehrlich, wer betet denn so lange, bis er verdurstet? Das ist, ja, gut, von mir aus. Und der Malfass ist auch so ein bisschen, na, ich habe eh meinen Zweifel an den Göttern hier in dem Spiel. Erst recht, denn wir wissen ja, dass es eigentlich nur Menschen sind, die durch Magie, glaube ich, unsterblich wurden. Also von dem her weiß ich nicht, wie der jetzt ausrechnet hier so einen komischen, heilenden Baum hinstellen soll. Ja, finde ich ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Höchstens diese Seuche war schon lange geplant. Die haben so gesehen, ah ja, hier, die werden wegelos. Haben dann extra diese Seuche gestartet. Haben dann extra eben hier so einen Krankheitserreger entwickelt. Und dann ausgesetzt. Hatten allerdings schon das Heilmittel, haben einfach nur gewartet, bis irgendwer mal lang genug betet, bis er verreckt. Um dann das irgendwie wieder unterm Volk zu verteilen und den Glauben wieder zu erhöhen. Ja, ja, ist eher sehr makaber, würde ich sagen. Aber ausschließen würde ich es auf jeden Fall nicht. Das würde ich den Lichtgeborenen durchaus zutrauen. Durchaus. So, ein Mana-Trank. Sehr schön. Hier haben wir ein paar Pilze. Die kann man natürlich auch wieder mitnehmen. Und dann kommen wir hier auf den Turm rauf mit einer Eispranke. Jawohl, wie gesagt. Oh, nice, ein Stuhl. Leider ist es natürlich dunkel. Wäre cooler, wenn wir jetzt gerade Tag hätten.
Oder können wir hier auf dieses Schiffswrack schauen? Das werden wir natürlich auch früher oder später mal erkunden. Aber vermutlich eher später. Okay, jetzt will ich da hoch. Beziehungsweise da hoch. Das ist wieder so eine Stelle. Erklären, wie das Ganze funktioniert, ist die eine Sache. Was mich allerdings auch immer interessiert, ist so ein bisschen der Aufbau, sag ich mal. Wie das überhaupt... Also der Levelaufbau, das Leveldesign. Finde ich auch immer sehr spannend. Und deswegen kann ich auch jetzt schon mal sagen, das hatten wir auch schon in der letzten Staffel so ein bisschen gemacht. Damals war ich mir aber immer so ein bisschen unsicher, ob ich das überhaupt machen soll oder nicht. Jetzt in dieser Staffel kann ich aber jetzt schon mal voraussagen, ja, wir werden durchaus manchmal mit TCL ein bisschen rumfliegen. Einfach nur ein goldener Kelch. Ist halt leider verdammt schwer, aber ich muss ihn mitnehmen. Was wollte ich gerade sagen? Einfach nur, um ein bisschen das Leveldesign noch anschauen zu können oder in solchen Fällen zu sehen, kommt man da hin oder kommt man da nicht hin. Und zum Teil findet man tatsächlich interessante Dinge. Also wir hatten, ich erinnere mich, wir waren mal in der letzten Staffel, das war unter Ark, also für diejenigen, die Ark schon kennen, ansonsten Ark ist einfach die Hauptstadt hier von Enderal. Da hatten wir so ein riesiges Dungeon gefunden und ich habe noch gemeint, ja, mal sehen, wann wir da reinkommen. Ich glaube, wir kamen da nie rein. Und das möchte ich dann doch in dieser Staffel definitiv erkunden und wenn wir es durch die falsche Richtung quasi erkunden. Ich will da rein. Ich will sehen, was da ist. Also dementsprechend, ja, wie gesagt, wir werden durchaus mal ein bisschen mit TCL auch rumfliegen. So wie jetzt. Ich kann das aber mal demonstrieren. Nicht wundern, die ganzen Befehle, die man da schon drin sieht, die sind irgendwie schon direkt drin, wenn man Enderal startet. Das ist vielleicht irgendwie so Setup-Code. So, wir können auch ein Glühwürmchen sammeln. Wenn die fliegen können, dann wollen wir natürlich auch fliegen. So. Und dann sehen wir zum Beispiel hier oben. Da haben wir eben dieses Nest. Aber man sieht schon so ein bisschen hier durch diese Lücke und so, da soll man wahrscheinlich nicht drauf. Genauso hier oben glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwie das geplant ist. Cool ist aber, dass man jetzt hier sieht, dass es ein umgestürzter Turm ist. Das war mir vorher auch noch nicht klar. Und hier hatte ich mich halt gefragt, weil das sieht ziemlich cool aus. Aber scheinbar... Ah, okay, also theoretisch ist ein Aufgang, aber der ist halt eingestürzt, also man kommt nicht hoch. So, aber wir kommen natürlich hoch. Weil wir schön hier die Befehle nutzen können. Und jetzt stehen wir hier oben drauf. Ich meine, hier ist nichts natürlich, weil man hier gar nicht hier hochkommen können soll. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob das so die beste Idee war, weil wir müssen jetzt irgendwie wieder runterkommen. Und ich weiß nicht, wie wir hier am besten runterkommen, ohne Schaden zu bekommen. Ich glaube, wir müssen wieder TCL anmachen. So, hier müssen wir runterkommen. So, hier sieht man auch sehr schön, dass die Vögel halt tatsächlich ins Nest fliegen. Das ist sehr cool eigentlich. So, kommen wir jetzt hier etwas sanfter runter. Da vorne müsste es auch gehen, oder? Auf diesen, ja. Hier drauf. Dann kommen wir hier drauf und dann hier drauf. Jawohl, wir sind wieder unten. Gut. Da packen wir unsere... Hallo, die Fackel würde ich gerne. So, vielen Dank. Ein Eimer mit nichts drin. Schade. Schade. So, ich glaube hier diese Dreiflusswacht oder wie das Ding heißt, haben wir jetzt langsam erkundet. Gibt es hier noch eine Tür? Nee. Er will natürlich auch nichts übersehen, aber ich glaube hier ist tatsächlich nichts mehr. Da haben wir schon alles. Auch die Statue, die hat kein Geheimnis mehr zu bergen. Zumindest nicht, nichts Offensichtliches. Oh, hier geht's rein. Ah, das ist okay. Das Fass ist leer. Die Kisten kann man nicht öffnen, aber irgendwie cool, dass es hier dennoch weitergeht, auch wenn da irgendwie nicht wirklich was ist. Ah doch, guck mal, hier Groschen und Eisenerz, eins haben wir noch. Ich könnte auch alles nehmen, aber irgendwie klicke ich die lieber gerne einzeln an, damit ich mehr, dann spüre ich mehr, wie viel Loot ich einsammle. Das ist einfach schöner. Viel, viel schöner. So, Lavendel, oh ja. Wir gehen wie immer so ein bisschen querfeld ein, ne? Wir müssen ja Dinge sammeln. Der Lootfinger ist wie immer lang. So. Ich wünschte, es würde bald wieder Tag werden. So schön die Nacht hier ist. Und auch der Mond sieht halt verdammt geil aus. Irgendwie ist es halt doch etwas dunkel. Und es ätzt ein bisschen mit der Fackel immer rumlaufen zu müssen. Was haben wir da unten? Sieht aus wie so Fischkörbe oder sowas. Wollen wir da mal zur Küste runter? Ja, warum eigentlich nicht? Warum denn eigentlich nicht? So, jetzt sind wir hier unten. Da haben wir auch die Brücke. Ah ja, da kommen wir dann nachher wieder zurück. Aber erstmal möchte ich kurz schauen, was wir da unten am Strand gesehen haben. Da war doch irgendwas. Sieht aus wie so ein paar Körbe mit irgendwas drin. Oh, guck mal.
Ein Schiffswrack mit einem leeren Skelett. Okay, das ist nicht ganz so spannend, aber wir haben ein Hufeisen. Sehr spannend. Also man findet echt immer irgendwelche Sachen. Also ich springe hier einfach nur... Oh, Eisenerz. Ich springe einfach nur irgendwie ins Wasser und schon ist da plötzlich ein Schiffswrack. Oder so ein Bootswrack. Es ist eigentlich kein wirkliches Schiff. Ein Schiff ist da vorne. Und können da Groschen sammeln. Also es ist einfach schlimm, weil man muss halt wirklich... Also, ja, was heißt, man muss alles anschauen. Ich will alles anschauen. So, ganz einfach. Also ich hoffe mal, das stört euch nicht zu sehr. Ich meine, ich nehme auch nicht alles mit, aber schon... Ah, Muscheln sind das gewesen, glaube ich, was wir da von oben gesehen haben. Aber ich möchte natürlich schon möglichst viel auch irgendwie mitnehmen. Ich bin halt so ein alter Looter. Da kann ich leider nicht aus mir raus, aus meiner Haut hinaus. Das... Wir gegen die Königskrabbe. Ich versuche, die so ein bisschen auszutricksen. Die trickst mich aber auch aus. Ich treffe sie auch nicht. Dank meiner tollen Taktik, meiner Ausweichtaktik. Ich versuche halt zu erreichen, dass sie uns nicht trifft, aber dadurch ist natürlich, dadurch ist auch für mich schwerer, sie zu treffen. Geil, wie hier gerade mit den... Bisher klappt es auf jeden Fall ganz gut. Und das ist ja schon der König. Aua, jetzt hat es uns leider erwischt. Und jetzt haut sie ab. Okay. Klar, einmal hat es uns leider erwischt. Das hätten wir natürlich noch etwas besser machen können, aber hey. Es hat eigentlich schon ganz gut geklappt. Besser, als ich jetzt unbedingt erwartet hätte. Wahrscheinlich auch besser, als ihr erwartet hättet. Denn schließlich kennt ihr mich ja schon so ein bisschen. Ihr seid ja schon ein paar Völkchen dabei, ne? Dann weiß man ja, dass ich jetzt nicht der Profi schlechthin bin. Zumindest noch nicht. Wie gesagt, wir sind noch überhaupt nicht ausgerüstet. Ich freue mich schon, wenn wir ein bisschen mehr Equipment haben. Aber es wird natürlich noch ein bisschen dauern. Kommen wir hier hoch? Nein, natürlich nicht. Hilfe, ich komme ja nicht hoch. Oh, Lachs. Sehr schön. Ein bisschen Lachs sammeln. Das Ganze kann man natürlich auch bald mal verkaufen. Den ganzen Cup, das brauchen wir ja gar nicht. Und dann können wir mal schauen. Das Geld hier in Enderal packt man tatsächlich primär eigentlich in Skillbücher. Ja, damit man halt einfach ein bisschen höher skillen kann. Bei den Händlern kann man da auch schon ziemlich gute Bücher in der Regel kaufen. Und dann passt das dementsprechend. Apropos Skillbücher, ich glaube, da haben wir noch ein paar, ne? Die sind natürlich bei Verbrauchsgegenständen. Genau, Lehrbuch Psionik, was auch immer Psionik ist, können wir mal lesen. Da haben wir es jetzt von 15 auf 16 erhöht. Sehr schön. Und wir haben bestimmt noch ein paar Punkte frei. Genau, 8 Lernpunkte und 12 Handwerkspunkte. Handwerksbücher haben wir, glaube ich, noch fast gar keine gefunden. So, jetzt sind wir wieder hier. Ja, wie gesagt, ich schaue mir alles sehr, sehr gründlich an, ich weiß. Seht ihr dasselbe, was ich sehe? Zumindest wenn ihr ebenfalls auf 4K schaut, dann dürftet ihr es sehen. Oh, das Skelett hier habe ich gerade komplett übersehen. Zumindest das ranzige Gift möchte ich natürlich mitnehmen. Wir haben hier eine Eispranke. Wuhu! Rettet die Eispranke. Vielleicht haben wir auch noch welche im Inventar, die wir essen können. Ich glaube fast schon. Aber zunächst mal müssen wir die noch einsammeln. Also Eispranken, die kann ich nicht... Also gerade wenn ich die halt sehe, dann kann ich die definitiv nicht liegen lassen. Traglast ist wichtig bei dem, was ich alles immer looten will. Ist Traglast oft der limitierende Faktor. So, da haben wir sie ja. Juhu, Eispranke. So, wir gehen nochmal ganz kurz auf die Insel da zurück. Aber nur kurz, keine Sorge, wir sind da bald fertig. Aber dadurch, dass ich natürlich immer so viel Zeit hier nutze, um irgendwelchen Loot zu sammeln, sind die Folgen auch ein bisschen länger. Also von dem her, wir peilen ja eher so halbe Stunde Folgen an. Und dann hoffe ich mal, dass es halbwegs passt. Und dass ihr auch genug Zeit mitbringen könnt. Naja. Wenn ich meine, sowas wie die Bücher kann man natürlich auch skippen, ne? Da hatten wir auch ein bisschen was gelesen, diese Folge. So, ich glaube, hier ist echt nichts mehr. Also da müssen wir eigentlich nicht mehr großartig rumlaufen. Und ich tue es einfach trotzdem. Ja, schön. Gut. So, ich weiß gar nicht mehr, von wo kamen wir denn? Aus einer der Richtungen kamen wir. Wir gehen mal über diese... Ach, guck mal, da ist sie wieder. Grüße. Ja, alles im rechten Lot. Das hat man eigentlich schon mal gefragt, glaube ich. Aber wir fragen nochmal. Dank euch, ja. Ein paar Tage werde ich... Wir handeln nochmal ganz kurz. Denn wir haben hier so viel Zeug, was wir eigentlich überhaupt nicht brauchen. Ey, dass ich das ganz gerne eigentlich verkaufen würde. Was brauchen wir? Wir haben doch hier Bücher doppelt, oder nicht? Genau, über Flüsterbäume. Ach, der Einband ist aber auch cool. Sieht echt ein bisschen aus wie so ein Märchenbuch, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay.
Das haben wir hier. Eisenerz, Eisenbarren. Ja, ich glaube, wir brauchen zwei Erz für einen Barren, aber man sieht, dass wir das Erz für genauso viel verkaufen können wie die Barren. Und die Sache ist der goldene Kelch. Er ist schwer. Er ist einiges wert, aber jetzt auch nicht mega viel. Aber ich kann ihn nicht verkaufen. Das ist für mich ein Sammelgegenstand, den ich leider tatsächlich irgendwie... Wir können ihn später theoretisch in unser Haus stellen oder so. Ich muss den leider behalten. Wir können auch später auch so Pokale und so sammeln. Muss ich leider... Kann ich irgendwie nicht verkaufen. Ich weiß auch nicht, warum. Geht nicht. Da sträubt sich irgendwas in mir einfach. Oh, Eispranken wollen wir noch essen. Moment, bevor wir mit dir handeln, essen wir zwei Eispranken. So, essen wollen wir dann natürlich eigentlich nichts verkaufen. Das brauchen wir alles selbst. Was haben wir hier? Schriftrollen. Die nutze ich so oder so nie. Von dem her können wir die eigentlich alle verkaufen. Magielichts. Nee, Frau, also nicht als Rolle. Als Rolle ist es sinnlos. Gift der Lähmung. Ah, wir haben ja hier so ein bisschen was gebraut, ne? Das können wir mal alles verkaufen, weil das alles noch nicht wirklich viel wert ist, glaube ich. Spinnengift. Ja, ich nutze Gift so oder so eigentlich nie. Von dem her können wir es eigentlich alles wegmachen. Wasseratmung für 10 Sekunden. Das ist natürlich wirklich ranzig. Brauchen wir auch nicht. Magieschutztrank, ranzig. Ja. Ach ja. Oh. Ich hasse es. Meine Güte. Ich mache den Fehler immer wieder. Ja, natürlich von ihr gekauft, statt zu verkaufen. Ja, sorry, sorry für die Verzögerung, aber wir müssen leider, das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Ich weiß, ich sollte mehr darauf achten, mach's leider zu selten. Da machen wir das Ganze im Schnelldurchlauf, so. Da wird die Folge halt ein bisschen länger, ich hoffe, das stört euch jetzt nicht sonderlich. Vermutlich nicht. Das war jetzt natürlich etwas unnötig, das gebe ich zu. Wir nehmen jetzt auch nicht alles mit. Nur so das, was wir das letzte Mal auch mitgenommen haben. Okay, das hatten wir schon gelootet. Die Eispranke drüben will ich noch sammeln. Das hatten wir gemacht. Ansonsten unten sind wir ein bisschen lang gelaufen. Die Muscheln und so sind jetzt nicht so wichtig. Auch die Groschen da in dem einen Boot. Finde ich jetzt gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Hier dieses eine geranzige Gift würde ich gerne mitnehmen. Und dann wäre es das, glaube ich, auch schon. Das ist so das Wichtigste. So. Gut, also, jetzt nochmal. Grüße. Moment, wir essen zwei Eispranken. Haben wir noch irgendwie... Ja, okay. Gut, jetzt handeln wir mit der. Und diesmal wollen wir wirklich verkaufen und nicht kaufen. Es ist wirklich ätzend. Ja. Passiert mir leider häufiger, als man... Ich sollte jedes Mal, bevor ich handel, speichern. Das ist, glaube ich, wirklich was ich machen sollte. So, wir wollen die ganzen Rollen auf jeden Fall verkaufen. Rolle des Eis... Odins Schlüssel behalte ich ausnahmsweise mal, wenn wir mal ein Schloss haben und irgendwie kein Dietriche mehr oder so. Dann behalte ich das mal. So, Wolfsblut. Sehr spannend auf jeden Fall. Den billigen da verkaufe ich mal. Ah, ich verkaufe zwei. Einen behalte ich, denn wir müssen das natürlich mal noch ausprobieren. Ich weiß nicht, ob wir den direkt trinken können, dann zum Wolf werden oder ob wir da vielleicht noch doch irgendwas dafür brauchen. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir rausfinden. So, Gift des Leidens. Oh, keine Wirkung. Toll, okay, die können wir verkaufen, die brauchen wir nicht. Lebensenergie festigen. Die sehen richtig cool aus, die Tränke. Wie so Shakes, finde ich. Irgendwie witzig. Oder wie so ein Bio-Smoothie einfach. Okay, Lebensenergie festigen. Ja, sowas lasse ich vielleicht erstmal noch. Ich bin eigentlich immer hingegangen, habe die ranzigen Tränke verkauft. Feuerschutz, Berserkertrank. Das brauchen wir auch nicht wirklich. Ja, ich glaube, so passt das erstmal. Spitzfingertrank. Nee, brauchen wir auch nicht. Gut. Dann, wir könnten hier ein bisschen Rüstung und Waffen und so verkaufen. Die Eisenschlachtaxt, glaube ich, verkaufe ich. Die brauchen wir nicht. Die werde ich eh nicht nutzen. Ja, die verkaufe ich mal. So. Ansonsten Stab des Magielichts behalte ich erstmal noch. Vielleicht können wir den ja brauchen, je nachdem, wenn wir keinen Bock auf die Fackel haben. So, bei sonstigem haben wir sonst aber nichts, was ich jetzt hier direkt verkaufen würde. Wir hatten vorhin mehr Eisenerz. Naja, wir hatten an der einen Mine gesammelt. Ist egal. Wir lassen das jetzt so. So. Gut, das wäre es dann erstmal für diese Folge, würde ich mal sagen.
Wir haben da auf jeden Fall ein bisschen was auseinandergenommen, ein bisschen was gelootet. Und dann können wir in der nächsten Folge, so, nicht nur noch einen Lachs sammeln. Ich würde gerne, glaube ich, über diese Brücke da hinten gehen. Mal schauen, wo wir da rauskommen. Genau. Aber wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ich wünsche noch einen schönen Tag und tschüss.